Parat. Is there really another temple around here? The Afghans have not taken too kindly to the British occupying the citadel. They are going to get picked off one by one out here. Unless, if I could take down those towers and open that gate. Nothing like a little war to create a distraction. Der lautlose Helfer 1841 Afghanistan, Zitadelle von Herat. Nach dem Einsturz der Vorläuferstädte zogen Sleeman und seine Truppen weiter zur Zitadelle von Herat in Afghanistan. Die Einheimischen waren über die Besatzung nicht erfreut und es kam zum Kampf. Als Abbas eintraf, gewannen die Truppen der Templer gerade die Oberhand. Abbas erkannte die Gelegenheit, sich selbst und den Afghanen zu helfen, indem er Schlüsselpositionen innerhalb der Zitadelle sabotierte, um das Blatt zugunsten der Afghanen zu wenden. Nebenziele, die versteckten Nachrichten finden. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Chronicles. Beim letzten Mal haben wir uns ja... in der Vorläuferstätte umgesehen. Haben gemerkt, dass die Box... Oh ja, den Helix-Sport können wir jetzt auch. Haben gemerkt, dass die Box, im Prinzip eine Karte gezeigt hat zu einer weiteren Vorläuferstätte, scheinbar hier in Afghanistan. Und ja, die Templer sind jetzt hierher gekommen, um die natürlich zu finden. Und wir versuchen nach Möglichkeit, ja, sie davon abzuhalten. Indem wir natürlich versuchen, den Afghanen beim Bekämpfen der Templer zu helfen. So, da haben wir einen Leutnant, der wohl relativ gefährlich sein kann, wenn man ihm im Kampf begegnet. Aber nach dem... Oder nach unserem Prinzip wollen wir ihm ja eigentlich nie im Kampf begegnen. Stürzt das Ding ein gerade? Ich glaube ja, ne? Oh, geil. Okay, hier stürzt auch langsam alles ein, aber ist halbwegs verständlich. Ist ja Krieg hier. Okay, der Vorteil des Krieges ist, wie wir gerade schon gesehen haben, Leichen werden eigentlich ignoriert von den Wachen hier, weil die kommen ja meist eher aus dem Kampf. Und die Leute gucken natürlich hauptsächlich über die Mauer. Das heißt, wir können uns, also wenn wir uns mal irgendwo leicht durchschleichen konnten, dann war es wahrscheinlich hier. Denn, ja, wir können viele Dinge hier, oder wir können im Prinzip den gesamten Kampf hier zu unserem Vorteil nutzen. Wie ihr seht, auch guck mal, der wurde zum Beispiel erschossen. Aber wie ihr seht, die beiden unten ignorieren uns einfach komplett. Den einzigen, auf den wir achten müssen, das ist der Typ da oben, was ein Highlander zu sein scheint. Aber der scheint auch, wie wir gerade gesehen haben, immer von links nach rechts zu gehen und dann nach unten zu gucken. Und, ja, da an ihm vorbeizuschleichen, ist das wahrscheinlich Einfachste, was wir machen können. Sehr gut. Und dann geht's weiter die Mauer entlang hier. Alles klar. Ach du, da haben die Afghanen zurückgeschlagen, habe ich das Gefühl. Alter, die Leute, also die Templer werden ganz schön zurückgeschlagen hier teilweise, denke ich. Alles nur für so eine Vorläufe. If I could blow up the ammo cache, that would take out the tower. One of these guards must have the key. Alles nur für so eine Vorläuferstätte, ne? Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ah, guck mal, der hat den Schlüssel und da ist auch gleich diese eine von diesen Nachrichten, die wir finden wollen. Gucken wir mal, dass wir die gleich mitnehmen, die Nachrichten. Aber erstmal müssen wir irgendwie hier unbemerkt durchkommen. Okay, der unten in der Mitte hatte gerade die ganze Zeit nach rechts geguckt. Jetzt guckt er nach links, aber dafür kommt der Typ von rechts und guckt da lang. Ah, ist ein bisschen ungünstig. Das Einfachste ist wahrscheinlich eine Rauchbombe, ne? Genau. Schön die einmal betäuben. Und dann einfach unten entlang. Sehr gut. Und dann kommen wir nämlich jetzt dahin, wo wir gerade gesehen haben, dass der Typ ganz gerne langläuft und wo natürlich auch die Nachricht ist. Das heißt, wir können hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, Kollege. Du läufst bis zu diesem einen Vorsprung, meine ich, hatte ich gesehen gerade. Da hast du nämlich rüber geguckt. Genau. Und die Zeit nutzen wir, um mal den Schlüssel zu stehlen. Und einfach zur Sicherheit würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück und warten, bis er wieder zurückgeht. Und dann holen wir uns die Nachricht da. Alles klar. Dann zeig mal her. Danke für die Nachricht. So, jetzt müssen wir nur noch in den... Should I prepare the Major's horse? Major's horse? As we prepare for our moment of triumph, I think you overestimate their chances, soldier. Ihr glaubt also, die Afghanen könnten euch nicht besiegen? Ja, dann helfen wir mal ein bisschen nach. Hauen wir diesen ganzen Turm mal in die Luft, würde ich sagen. So, wir schließen ja einmal schnell auf. Und dann sind wir im Munitionslager angekommen. Sehr gut.
Ja, und jetzt muss man natürlich wieder entkommen. Das Problem ist, wir Assassinen denken über die Flucht immer erst danach nach, wenn es soweit ist. Ne? Das kennen wir ja schon. Das heißt, ja, jetzt möglichst schnell hier irgendwie fliehen, damit wir nicht mit in die Luft fliegen. Aber das sieht gut aus. Wir sind weg. So, damit wäre der Turm erledigt. Sehr gut. Und den Afghanen ist damit geholfen. Now the guards are looking for me. I have to be careful. Ah, die Wachen sind jetzt natürlich ein bisschen aufmerksamer, weil der Turm in die Luft geflogen ist. Das ist natürlich eigentlich nichts, was die Afghanen von außen schaffen könnten, ne? Extinguishing those lamps should help me pass unseen. Okay, wenn wir hier ein bisschen dunkel machen, sollte das für uns besser sein, ja? Mit den Chakrams können wir das tatsächlich. Kann ich beide Lampen gleichzeitig erwischen? Das wäre echt cool. Nee, glaube nicht. Na gut, auch egal. Wir haben ja genug Chakrams. Und ihr seht, ja, deren Sichtweite nimmt natürlich in der Dunkelheit enorm ab, was uns das Ganze deutlich einfacher macht. Und wir können einfach zu diesem Fenster hier kommen. Sehr schön. Und dann einmal hier nach oben. Okay, du bewachst jetzt diese Tür da, wie es aussieht. Na gut, dann würde ich sagen, nehme ich auch dir wieder deine Sicht. Mein Chakram kann ja auch an Wänden abprallen. Haha, sehr schön. Und jetzt kannst du nicht mal mehr bis zur Tür gucken. Das heißt, die kann ich jetzt aufknacken. Und dann bin ich hier raus. Super. So, da vorne habe ich schon wieder irgendwelche Wachen gesehen. Und ich sehe da auch was leuchten. Das ist wahrscheinlich eine von den Nachrichten wieder. Da müssen wir gucken, dass wir die auch wieder finden. Oder beziehungsweise mitnehmen. Wäre ganz gut. Ich frage mich, ob die Nachricht von den afghanischen Assassinen ist oder wie. Da haben wir auf jeden Fall die Afghanen wieder zurückgeschlagen. Ja, das sieht nach einer Nachricht aus, eindeutig. Alles klar. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Sehr gut. Und dann holen wir uns gleich mal hier seine Rauchbombe noch, wenn der uns die schon mal so anbietet. Okay, ihr beide guckt hier also die ganze Zeit in die Mitte. Na gut, dann muss ich euch mal kurz betäuben, damit ich hier lang kann. Oh, sehr schön. So, ich habe gesehen, der eine Typ hat einen Chakram noch dabei, der linke. Oh, guck mal, oben rechts hat auch noch einer einen Chakram. Da wir die ja brauchen, um irgendwelche theoretischen Lampen zu zerstören, habe ich mir gedacht, oder denke ich mir jetzt einfach mal, dass wir das sicherheitshalber mitnehmen sollen, weil ich meine, die sind ja auch so blöd und gucken die ganze Zeit hier in die Mitte. Obwohl ja jetzt wahrscheinlich schon jeder hier durch ist, der durch wollte, aber von mir aus. Ihr Wachen seid ja nicht sonderlich clever. So. Damit haben wir 5 Chakrams und der eine Typ da oben hatte, wie gesagt, auch noch einen Chakram, war ich mir ziemlich sicher. Okay, das nächste Munitionslager, da müssen wir hin. Die Tür müssen wir dafür aufmachen. Oh, der ist gestorben. Aber der hat doch bestimmt noch seinen Chakram dabei, oder? Ja. Sehr gut. So, da haben wir Lampen auf jeden Fall, die wir wieder erlöschen lassen müssen. Als erstes mal die oben. Sehr schön. Und jetzt die da unten noch. Ja, da kommen wir so nicht hin, aber wir können wieder das Chakram von der Decke prallen lassen. Na, guck mal, das hat er diesmal mitgekriegt. Das war wohl nah genug. Wahrscheinlich, weil es halt auch direkt in seinem Sichtfeld war, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, Frage, wie kommen wir jetzt aber trotzdem noch an den vorbei? Wir könnten oben lang. Das Problem ist, oben sitzt dieser Tiger und da bringt es auch nichts, wenn wir die Lampen alle ausgemacht haben. Der Tiger wird trotzdem sauer sein. Unten lang sieht auch schlecht aus. Ich sehe nicht so wirklich, was wir davon haben sollen. Wir müssen irgendwie, die haben doch schon so ein geringes Sichtfeld, das muss man doch ausnutzen können. Auf jeden Fall müssen wir nicht geduckt bleiben, weil die eh nicht so weit gucken können. Der oben guckt jetzt gerade nach oben, der unten nach unten, sehr schön. Das ist die perfekte Gelegenheit. Und vielleicht nehme ich noch das Chakram von dem Typen mit. Ja, komm, nehmen wir noch das Chakram von dem Typen mit. Ich meine, töten können wir ihn zwar nicht, aber sein Chakram stehlen können wir. So, der Typ guckt hier die ganze Zeit die Tür an. Da ist noch eine Lampe. Die können wir auf jeden Fall mal noch erledigen, damit er vielleicht nicht mehr bis zur Tür schauen kann. Haha, sehr schön. Ah, er kann uns nicht mehr sehen, wenn wir die Tür knacken. Sehr gut. Und da sehe ich schon wieder was leuchten rechts. Ah, da ist eine weitere Nachricht. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sehr gut. So, der hier unten jetzt. Der guckt nach draußen, läuft also wahrscheinlich, guckt er an beiden Fenstern immer wieder nach draußen. Okay, an dem kann ich mich einfach vorbeischleichen, prinzipiell, denke ich. Das sollte nicht so schwer sein. Wir warten, bis er weg ist. Jetzt guckt er nach unten und wir schleichen uns einfach an ihm vorbei. Töten können wir auch den nicht so einfach. Interessant, noch von mir aus. Ist aber auch egal, denn wir hauen jetzt eh den ganzen Turm in die Luft. Da brauche ich den nicht töten. Also, jetzt müssen wir nur noch entkommen. Uiuiui, hier fliegt schon wieder alles zusammen.
Warum fliegt alles zusammen, wo wir immer sind? Kann das... Also, das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, oder? Na gut, aber Hauptsache, wir sind rechtzeitig weg. So, damit wäre der Turm auch erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ach. Ah, jetzt sind die in hoher Alarmbereitschaft. Na gut, im Prinzip heißt das hauptsächlich, dass die... Heißt das ja hauptsächlich, dass die jetzt schneller hin und her laufen. Ich habe gerade gesehen, die Leiche hat eine Rauchbombe dabei und der Typ selbst hat eine Rauchbombe. Das ist eigentlich sehr gut. Weil dann kann ich eine Rauchbombe benutzen und zwei Rauchbomben stehlen. Heißt, ich komme einfach durch und habe noch eine Rauchbombe gut gemacht. Super, super, so gefällt mir das. So muss das immer laufen. So, dann jetzt einmal hier rüber. Huch, das war knapp. Alles klar, dann benutzen wir die doch mal. Ja, wir benutzen die Kanonen natürlich aber nicht, um auf die Gegner zu schießen, sondern eigentlich nur, um da den Müll wegzuräumen. Weil man könnte die auch benutzen, um auf die Gegner zu schießen, aber warum? Das bringt ja nichts. Naja, gut, was soll's. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall einige Wachen in hoher Alarmbereitschaft. Das könnte zum Problem werden. Okay, der eine läuft nach links, von rechts nach links, und der andere guckt nach unten zwischendurch. Okay, ich glaube, ich sehe, wie das funktioniert. Wir knacken erstmal die Tür und verstecken uns. Sehr schön. Dann hier runter. Ich meine, selbst wenn der jetzt da rechts runter guckt, sollte der uns ja hier drüben nicht sehen. Sonst wäre es auch ein bisschen sinnlos, wenn er links nochmal runter guckt, wenn er da das gleiche Sichtfeld hätte. Jetzt warten wir, bis er wieder hochgeht. Dann gehen wir an den beiden Typen vorbei. Sehr schön. Und erstmal ins nächste Versteck. Sehr gut. So, jetzt müssen wir rechts da eine Tür knacken, wie es aussieht. Das Problem ist, wie ich es ja schon mal gesagt habe, Türknacken macht Lärm. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich wieder eine Rauchbombe benutzen, um den Typen zu betäuben. Und genug Zeit zu haben, die Tür zu knacken. Ich warte bloß gerade so ein bisschen, dass der eine Typ nicht gleich das alles untersucht. Ich meine, prinzipiell ist es nicht so schlimm, wenn er das untersucht, weil der kann durch den Rauch eh nichts sehen. Ah, hier, genau, das wollte ich eigentlich verhindern, dass sie es untersuchen, aber im Endeffekt ist es auch egal, weil die in dem Rauch sowieso nichts sehen können. So, eine weitere Nachricht. Und eine Menge Wachen. Eine Menge Wachen in hoher Alarmbereitschaft. Das wird nicht ganz so einfach. Ah, das wollen wir ja verhindern. Okay. Der guckt nach oben zwischendurch. Das ist wieder so ein Highlander, ne? Der oben langläuft, ist theoretisch kein Highlander. Macht aber gerade auch sowieso keinen großen Unterschied. Okay, jetzt erstmal da unten ins Versteck. Yeah, I heard a story about them in China. Oh, oh. A couple of hundred years back. Almost wiped out. Managed to clean up. Now they're meant to be thriving. Ja, das stimmt. Na gut, okay. Vom Prinzip her ist die Länge der Unterhaltung lang genug, um die Nachricht zu schnappen. Ich muss das halt bloß so abpassen, dass der Typ oben mich gerade nicht sieht, der runterguckt. Das heißt, wir warten jetzt mal. So, jetzt wäre die Möglichkeit. Das heißt, wir warten jetzt, bis der Typ oben weg ist. Genau. So, komm jetzt hoch, nehmen die Nachricht. Gehen erstmal wieder runter ins Versteck. Jetzt guckt der Typ wieder. Man kann es natürlich auch einfach mit Rauchbomben lösen, aber ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall machbar ist, das ohne Rauchbomben zu lösen. So, die reden noch ein bisschen. Zack, sehr schön. Aber jetzt guckt er da oben. Das ist ein bisschen ein Problem. Mhm, jetzt müssen wir warten. Habe ich kein Problem mit denen, auch gut. Okay, und jetzt runter. Ja, der guckt nicht in unsere Richtung, sehr schön. So, wären wir an denen auch vorbeigekommen? Sehr gut. Und das ohne eine Rauchbombe zu verschwenden. Ich meine, am Ende braucht man die für irgendwas anderes noch. So, den Turm hauen wir jetzt auch um, aber diesmal nicht mit seinen eigenen Munitionsvorräten, sondern diesmal nehmen wir einfach eine Kanone und schießen drauf. So, tschüss. Sehr gut. They weren't expecting that, were they? Wahrscheinlich nicht, aber das macht es jetzt uns auch nicht einfacher, wenn jetzt hier auf einmal die Leute ankommen. Okay, drei Wachen. Der Typ unten ist ein Highlander, so wie es aussieht. Der
patrouilliert immer von links nach rechts. Der eine Typ links oben, so wie ich das gesehen habe, bleibt, glaube ich, immer da stehen. Ja, genau. Und der letzte läuft immer von links nach rechts in einem kleineren Bereich und guckt nach unten. Alles klar. Nun gut, das müssen wir jetzt sinnvoll abpassen. Das funktioniert nicht, weil er jetzt links guckt. Genau, das war eine dumme Idee. Aber gut, wir können immer noch kurzzeitig zurück. Ich meine, der Vorteil ist, wie man unten sieht, der Highlander guckt nicht nach oben. Das heißt, solange wir uns oben aufhalten, sollte der uns nicht sehen. So, das müsste jetzt der Moment sein, genau. Töten können wir ihn natürlich nicht, ist aber gerade eh nicht so wichtig. So, hier sollten wir eigentlich relativ safe sein. Da sollte uns weder der Typ rechts noch der Typ unten sehen. Und jetzt warten wir einfach, bis sich der Highlander quasi wieder umdreht. Sehr schön. Und dann machen wir uns nach links. Ah, da ist noch eine Tür zum Knacken, aber Zeit sollte eigentlich locker reichen, bis der Highlander uns wieder sehen kann. Ja. Und eine weitere Kanone. Gut, hier könnte man natürlich sie auch wieder benutzen, um auf die Gegner zu schießen, aber wir benutzen sie, um worauf zu schießen? Ah, um uns einen Weg zu ermöglichen. Na gut, das kann man natürlich auch machen. Warum auch nicht, ne? Und hinüber. Okay. Alles klar, wir haben 3 Minuten, bevor die Verstärkung anrückt. Und wir müssen die 10 Wachen hier töten und dann den Afghanen das Tor öffnen. Alles klar, okay. Da wir nicht viel Zeit haben, habe ich jetzt auch nicht viel Zeit, hier groß zu warten, wie die sich verhalten. Und erledige die einfach schnell. Ich habe gesehen, der eine Typ hatte eine Rauchbombe dabei. Ja, genau. Dementsprechend war das auch nicht so schlimm, dass ich jetzt eine verbraucht habe. Und zurück. So. Da unten haben wir einen Highlander und eine Nachricht, habe ich gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Aber jetzt nutzen wir tatsächlich mal eine neue Fähigkeit, nämlich das Doppelattentat. Hallo! Sehr gut, die werden erledigt. So, an den Highlander kommen wir gerade nicht richtig ran. Da müssen wir mal gucken. Der bewegt sich aber da hin und her, so wie es aussieht. Zumindest ist das von seinem Wegpunkt her gezeigt. Okay. Den Typen schalten wir jetzt aus. Am besten so weit wie möglich rechts, damit es keiner hört. Sehr gut. So, jetzt den Typen, der nach unten guckt, aber mit einem lautlosen, nicht tödlichen Attentat. Ich meine nicht, dass ich den besonders mag, den Typen, aber es muss halt lautlos sein, sonst kriegen die Typen das unten mit. Okay, gleich noch eine Rauchbombe wieder mitgenommen. Ich glaube, der Typ rechts hat auch eine Rauchbombe, aber wir sind gerade eh voll. So, da unten haben wir jetzt noch 3 Wachen. Können wir die alle gleichzeitig betäuben? Ja, das ist sehr gut. Dann betäuben wir die alle mal. Dann machen wir hier ein Luftdoppelattentat. Und dann holen wir uns den Typen hier noch. Und zack, sehr gut. Das war knapp. Jetzt hätte uns fast der Highlander gesehen. Okay, wir haben noch knappe 1,5 Minuten, bis die Verstärkung eintrifft. Aber das sollte machbar sein. Wir wollen noch die Nachricht nicht vergessen, ne? Aber gut, das Ding ist, beim Highlander, den müssen wir, von daher ist egal, dass wir den jetzt nicht sofort gekriegt haben, den müssen wir eh betäuben, bevor wir ihn erledigen können. Erledigt und dann jetzt noch die Nachricht mitgenommen. Da hat auch noch einer Rauchbomben, aber jetzt brauchen wir keine Rauchbomben mehr. Jetzt müssen wir in 1 Minute nur noch schnell das Tor öffnen, damit die Afghanen hinein können. Ach, guck mal, da hätte ich auch theoretisch Lampen ausschalten können, um deren Sicht zu verringern. Naja gut, mit einer Rauchbombe geht das alles viel einfacher und schneller. So, Afghanen, willkommen, ihr dürft gerne hinein. That should keep the British busy. Now, let's find Sleem and see what other treasures this place holds. Was darunter liegt, 1841 Afghanistan, Vorläuferstätte von Herat. Während die afghanischen Truppen die Templer beschäftigen, folgt Abbas Sleeman in die Zitadelle und entdeckt eine weitere Vorläuferstätte. Was auch immer sich dort befindet, Abbas weiß, dass er es vor Sleeman erreichen muss. Okay. Sehr schön, die ziehen dahin. Das heißt, wir können Sleeman folgen. Ach du Scheiße. Der hat einige Leute dabei. Okay, man sieht's hier schon bei den ganzen Teilen, die hier liegen. Wir sollen hier tatsächlich den Helix-Sport anwenden. Ich weiß auch gar nicht, man sieht's ja auch. Teilweise überlappen sich.
teilweise überlappen sich die Sichtfelder der Gegner bei den Säulen. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt ohne Helix-Sport schaffen kann. Man muss das auch schnell genug schaffen, weil man darf Sleeman ja nicht verlieren. Alexander the Great, the castle above us. Do you think he knew about this place? How could he not have? It might explain why he was so unstoppable. What kind of things this place could hold. So, Alexander der Große soll über die Vorläuferstätte Bescheid gewusst haben. Interessant. Okay, bei dem hier müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Okay, der geht eh durch die Tür, sehr schön. Man merkt, dass er ein Brite ist, ne? Bloody Job, ne? Na gut, okay, wir müssen jetzt erstmal wieder den Eingang entsiegeln, öffnen. Wie auch immer man das nun sagen möchte. Schön, dass er so gesagt hat, dass es diesmal einen besseren Job machen sollen. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir uns diesmal nicht ganz so schnell rüberhangeln konnten. Und dass es zwei Gegengewichte gibt. Ich glaube, beim letzten Mal gab es nur eins, als sie den versiegelt haben. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Was aber im Prinzip ja auch keine große Schwierigkeit für uns darstellt, beide Gegengewichte zu aktivieren, ne? So, dann wieder nach drüben und jetzt müssen wir das rechte Gegengewicht noch aktivieren. Da müssen wir uns als erstes auch eine Möglichkeit machen, um rüber zu gehen. Da unten sehen wir die Kurbel dafür. Da kommen wir nicht so einfach ran, da müssen wir erst, ja, den Boden kaputt machen. Jetzt kommen wir an die Kurbel. Sehr schön und dann kommen wir da drüben auch an das letzte Gegengewicht, also an das zweite Gegengewicht. Und einmal hinüber. Sehr gut, Sleeman hat in der Zwischenzeit natürlich schon wieder einen mega Vorsprung. Ja, vor allem, weil der ja mit dem Fahrstuhl runter ist. Das heißt, wir dürfen ja wahrscheinlich den Fahrstuhl nicht benutzen, wenn wir den Eingang einfach so aufmachen. Nein, wir dürfen natürlich runterklettern. Das wird es natürlich ein bisschen problematisch machen. Also was heißt problematisch? Das heißt, wir verlieren halt enorm viel Zeit bei der ganzen Aktion. Sehr schön. Aber wir kommen gut voran. Und weiter. Aber hier hat jemand eine Lampe für uns aufgestellt. Mehrere Lampen sind ja aufgestellt. Gut, die werden nicht für uns sein, aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht sind die Leute oder müssen die Leute hier ab und an auch ein paar Arbeiten machen oder so. Wird er wahrscheinlich auch wieder ein Tempel im Tempel sein, mehr oder minder. Also der Vorläufer-Tempel wird wahrscheinlich, oder die Vorläuferstätte, wird wahrscheinlich wieder an einen Tempel angebunden sein, den, ja, die Menschen errichtet haben, beziehungsweise eigentlich ist es ja andersrum. Die Menschen haben ihre Tempel ja meist an die der Vorläufer angebaut, weil die Vorläufer haben ihre Tempel natürlich zuvor gebaut. So, und währenddessen ich das hier erzähle, machen wir uns weiter nach unten. Das Schöne ist, da hier keiner erwartet, dass wahrscheinlich hier jemand runterkommt, sind hier nirgends Wachen. Das heißt, wir müssen jetzt nur aufpassen, ich sehe schon, ja, dass wir hier nicht gleich, ja, alles zusammenstürzen lassen. Komm, schnell, schnell, schnell. Oh Gottes Willen, ey. Da fliegt mal wieder alles zusammen. Warum ist das alles so super unsicher hier? Ja, Beeilung. Okay, hier machen wir es schnell. Einfach fallen lassen. Sehr gut, da hätte ich mich auch einfach fallen lassen können. Na gut, ist ja wurscht. Einfach fallen lassen. Und wieder festhalten. Und schnell nach drüben. Okay. Soweit, so gut. Ja, durchaus. Ah, und ich glaube, da beginnt wieder, ist wieder, ja, das sind eindeutig wieder Vorläufer-Tempel. Okay, und ich sehe da schon wieder Fallen. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen aufpassen. Ja. Ach Gott. Dann einmal rüber. Okay, ach Gott, diese blöden Fallen. Aber man kann sie zum Glück relativ gut, man kann ihnen gut, relativ gut aus dem Weg gehen. Beziehungsweise, was heißt aus dem Weg gehen? Ihnen durch Geschwindigkeit entkommen, was wie gesagt immer noch ein bisschen das Seltsame ist, wie ich finde. Warum sollte man Fallen bauen, denen man so einfach durch Geschwindigkeit entkommen kann? Aber gut. Ich meine, mir soll es recht sein, sonst würden wir Sleeman nicht folgen können. Den Fallen sind wir auf jeden Fall erstmal sehr gut entkommen. Und weiter geht's nach rechts. Und hepp. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Ach, jetzt müssen wir wieder auf den Tempel warten. Und gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht gegrillt werden. Na gut, okay. Mit ein bisschen Timing ist das alles kein Problem hier. Zack, okay, jetzt aufpassen. Schön unten bleiben, ja. Okay. Huch, nein, bleib oben. Okay, immer einen Ticken warten, bis alles zu Ende ist. Und dann kann man weiter springen, schrägstrich klettern. Jetzt nach unten. Ablassen. Okay.
Okay, hier kommen wir erstmal ganz locker lang. Hier ist erstmal tatsächlich kein Licht gewesen, aber hier geht es jetzt wieder los. Aber wie gesagt, wenn man immer... Man muss einfach nur richtig warten. Ich meine, man kann ja sowieso nicht viel schneller sein, weil man eh auf den Tempel warten muss, dass er einen dann nach oben fährt. Von daher ist es nicht so wild, wenn man da ein bisschen mehr wartet. Man sollte allerdings nicht anfangen, plötzlich hier schneller sein zu wollen, weil das würde wahrscheinlich darin enden, dass wir gebrutzelt werden und das wollen wir ja nicht. So, hier aufpassen. Wieder schön, zack, genau so. Dann hier rüber. Oh, oh, das wird knapp. Okay. Okay, na gut, so knapp war es im Endeffekt doch nicht. Sehr schön. Ach, guck mal, hier ist, hört das Metall der Vorläufer so ein bisschen auf und ja, ist wieder zu Stein geworden. Das überrascht mich ja jetzt doch ein bisschen. Hätte gedacht, die Tempel der Vorläufer sind immer komplett aus ihrem komischen Metall. Alter, was ist das denn da für eine riesige Lichtwand? Okay. Hep. Hep. Runter. Weiter. Einmal rüber. Und... Uiuiui, das war ganz schön knapp hier. Aber gut, wir müssen uns ja wie gesagt auch beeilen, ne? Sleeman hat einen ordentlichen Vorsprung immer noch. Wir haben den noch nicht mal wieder gesehen seitdem. Der muss echt einen ordentlichen Vorsprung haben. Gut, soweit so gut. Jetzt müssen wir irgendwie weiter nach oben kommen. Ja, da sehe ich schon, da können wir weiter klettern. Dementsprechend schauen wir mal. Oh oh, das klingt... Na, das ist überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, wo wir das jetzt aktiviert haben, aber die Lichtwand versucht uns zu brutzeln. Das finde ich überhaupt nicht schön. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Aber so richtig schnell. Und weiter. Oh oh, jetzt kommt es tatsächlich... Also jetzt ist ja nicht nur, weil wir Sleeman einholen wollen, Geschwindigkeit gefragt, sondern weil es um Leben und Tod geht quasi. Und hoch. Oh Gott, jetzt müssen wir nach links, wo die Lichtwand fast schon ist. Komm, 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 komm. Oh, 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 viel zu knapp, viel zu knapp, viel zu knapp, viel zu knapp. Okay, aber geschafft. Ach du Scheiße. Schnell, 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 schnell. Da unten ist Sleeman. Da ist er. Ah, okay. Die Lichtwand hat erstmal aufgehört, das ist gut. Jetzt müssen wir uns beeilen. Sleeman steigt da scheinbar schon wieder in den nächsten Fahrstuhl. Beeilung, 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 bevor der Fahrstuhl abfährt. Oh oh. Ah, da geht's los. Shit. Ja, das denke ich auch. Beeilung. Das heißt, jetzt geht's wieder. Müssen wir uns wieder sehr beeilen. Wie die da so einfach ganz gemütlich fahren. Ach Mann, warum kriegen wir immer den anstrengenden Teil? Ich würde auch mal gerne mit dem Lift einfach fahren. Darf ich das sagen? Achtung. Vorläuferfalle. Da ist noch eine Vorläuferfalle. War das knapp. Noch eine Vorläuferfalle. Oh Mann. Tag auch. Ich springe hier einfach mal so vorbei. Zum Glück gucken die nicht in unsere Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht ist das... Obwohl, der Lift wird keine Tür haben. Das ist ein Vorläuferlift, kein normaler Lift. Gut, dass die nicht in unsere Richtung gucken. Sonst würden die uns am Ende hier noch lang klettern sehen. Würde auch lustig aussehen, glaube ich wahrscheinlich. Wenn man einfach mal so hinter sich guckt und auf einmal kommt da einer an oder fliegt da einer immer von rechts nach links. Ich höre schon wieder Vorläufer fallen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, hier weiter, ja. Da sind wieder Vorläufer fallen. Okay. Und hepp, sehr gut. Dann weiter nach oben. Wir haben den Lift leicht überholt gerade, aber es ist noch knapp. Jetzt sind sie wieder auf unserem Level. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Hier jetzt schnell durch. Hepp, hepp. Ah, shit, den nicht gekickt, aber wir sind vorm Lift. Wir sind vorm Lift. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, was gibt's hier? That's what they were looking for. Step away, if you will. You're quick, assassin. But are you quick enough to dodge all our bullets? Now, remove your weapons, and no fancy little tricks. Live to fight another day, Outlaws. Das war irgendwie nicht bis zum Ende durchdacht, habe ich das Gefühl.